Servus Leute. Ja, entschuldigt meine Stimme, die ist noch ein bisschen am Arsch. Ich bin noch, ich kämpfe noch ein bisschen mit Grippe, Bronchitis und so ein Rotz. Und meine Stimme war die letzten Tage total, ich hatte keine, also von dem her. Deswegen, ja. Ich möchte heute mit euch über ein Buch reden oder über Bücher, besser gesagt. Da hatte ich die Ehre, die schon mal im Voraus lesen zu dürfen, obwohl ja das noch nicht erschienen ist. Denn meine Freundin, die liebe Daphne Unruh, hat endlich mal wieder ein Buch geschrieben oder Bücher, nämlich zwei. Und ich freue mich sehr, denn ich glaube, das ist seit 2 Jahren oder so fast das erste neue Buch, das erscheint. Ja, und ich hatte jetzt mal eben die Freude, das als Testleser lesen zu dürfen. Ich lese euch mal ganz kurz hier die Beschreibung vor. Stell dir vor, es gäbe einen Ort, an dem Wunschelben sich um die Erfüllung deiner größten Wünsche kümmern. Ami lebt in einem kleinen Dorf und sehnt sich tief in ihrem Herzen nach einem aufregenden Leben. Als sich ihr an den Fischteichen plötzlich Nido, ein ziemlich cooler und geheimnisvoller Typ, in den Weg stellt, bleibt nichts mehr, wie es war. Ami wird in die Welt der Wünsche katapultiert, eine fantastische Parallelwelt mit einem gigantischen Turm aus tausenden Türen. Ami lebt in der Nähe von Berlin, und ich, was mir persönlich an der Geschichte gleich von Anfang an aufgefallen ist, es ist natürlich wieder die wundervolle Sprache von Daphne Unruh. Ich finde, Daphne schreibt so schön, man kann sich so richtig schön in dieses Setting fallen lassen, wisst ihr? Die kleine Ortschaft, in der Ami lebt, ist so Umgebung von Moor und von Fischteichen. Und es ist halt so, ich glaube, das spielt so in der Gegend östlich von Berlin. Draußen auf dem Lande eben. Und du kannst dich so richtig in die Geschichte fallen lassen. Das ist mir sehr aufgefallen am Anfang, wie smooth du so in diese Geschichte kommst. Ne? Du wirst nicht irgendwie von der Geschichte actionmäßig mitgerissen, sondern du wirst so richtig in die Geschichte eingekuschelt. Wisst ihr, wie ich meine? Also so ist du. Ne? Und dann bist du so richtig schön gemütlich in der Geschichte drin und fühlst und fühlst dieses ganze Setting so richtig toll. Und dann passieren plötzlich die fantastischsten Dinge und du wirst in diese Wunschwelt mitgerissen und weißt gar nicht, wie dir so richtig geschieht. Du lernst tolle, krasse Leute kennen, Wesen kennen in dieser Wunschwelt. Und die ist wieder so neu und fantastisch, was sich da die Daphne ausgedacht hat. Das ist so... Ich wüsste nicht, dass ich so einen Plot oder irgendwie so eine Geschichte, so was Ähnliches
in dem irgendwo schon mal gelesen habe. Eine Wünschewelt, Wunschelben, alles, was da drin passiert, das ist irgendwie so fantastisch und mal wieder was total Neues. Also falls ihr mal wieder was richtig Neues, also nicht die 112. Vampirgeschichte oder die 125. Geschichte mit ganz irgendwie Magie und Dings oder bla, ne, lesen wollt, dann seid ihr hier genau richtig, weil ich wüsste nicht, wann es irgendwo sowas in der Art schon mal gegeben hat. Also das ist mal wieder so richtig neu, erfrischend neu. Und wie gesagt, die Charaktere sind toll, die Leute sind cool, die ganze Welt, also beide Welten, die normale Welt so cool. Ami ist auch so ein cooler Charakter, die Protagonistin, die ist wahnsinnig gut gelungen und auch eben Nido, dieser Typ, den sie da trifft und kennenlernt, und ich sag mal, da hinter dem Typ, da steckt noch ein bisschen mehr. Ich glaube, da wird es auch noch im, ich sag mal so, ich will jetzt, kann jetzt auch nicht noch mehr erzählen. Es wird auf jeden Fall im zweiten Teil ein ganz schöner Kampf um auch eben diesen Nido sich drehen. Vom ersten auf den zweiten Teil, es ist ein Cliffhanger, aber es ist jetzt kein böse, es ist zwar ein heftiger Cliffhanger, ja, das schon, aber es ist eben ein gut geschriebener Cliffhanger, und da sind immer große Unterschiede, ne? Wenn du, nachdem du das Buch zugemacht hast, der Autorin oder dem Autor am liebsten die, ne, zu, du, ne, das ist dann so ein böser Cliffhanger, aber das ist ein gut gemachter, gut geschriebener Cliffhanger, von dem her ist es nicht ganz so wild. Aber im Grunde, ihr wollt nach dem Ende vom ersten Teil von Magie der Wünsche, wollt ihr sowieso sofort Labyrinth der Wünsche, den zweiten Teil von dieser Duologie, lesen. Von dem her ist es wurscht. Ja, kauft euch am besten gleich beide Teile. Gibt es momentan wohl nur als Kindle, aber ich meine, die Taschenbücher müssten eigentlich auch schon also zeitnah zu haben sein. Also ich denke mal schon. Ich verlinke euch da, wo ihr die Bücher herbekommt, verlinke ich euch auf jeden Fall mal unten. Und überhaupt Daphne Unruh, falls ihr die Autorin, eine meiner Lieblingsautorinnen übrigens, falls ihr die nicht kennt. Ich kann echt mal wieder sagen, das ist mal wieder richtig, richtig erfrischend und super gelungenes neues Buch von der lieben Daphne Unruh.
Ja, ich bin da geneigt, auf jeden Fall doch. Also ich muss, ich gebe jetzt mal 14 von 15 möglichen Punkten. Das ist, finde ich, eine super, super Bewertung. Ja, 14 Punkte für den ersten Teil absolut gerechtfertigt. Kann man absolut empfehlen, das zu lesen. Mich hat es richtig gut abgeholt und ich denke, es macht euch ganz bestimmt echt Freude, das zu lesen. So, in diesem Sinne, lest mal wieder was. Ciao.